der zeigt, dass es der FC Bayern mit seiner Aufholjagd auf Borussia Dortmund ernst meint. Er offenbart aber auch, dass die ungeliebten Makel aus der Hinrunde noch nicht ganz behoben sind. Das kommende Auswärtsspiel beim wieder erstarkten Bayer Leverkusen wird zur harten Bewährungsprobe. Obwohl die bitterliche Abendkälte in der Allianz Arena längst eingebrochen war, ließen es sich die Spieler des FC Bayern nicht nehmen, ihren ersten Heimsieg im neuen Kalenderjahr ausgiebig mit ihren Fans zu feiern. Mats Hummels beschenkte einen Zuschauer mit seinem Trikot und einer Selfie-Lawine und David Alaba drehte eine Ehrenrunde, ehe die Mannschaft geschlossen zum Tanz vor die Südkurve marschierte. Deutscher Meister, halte es unüberhörbar von den Rängen, wird nur der FCB, wieder hatten die Münchner die Vorlage des 6 Punkte entfernten Spitzenreiters aus Dortmund erfolgreich gekontert und gesiegt. Zum 7. Mal in Folge wohlgemerkt. So, wie man eine Aufholjagd eben angeht. Mit Konsequenz und Konstanz. Und doch war nach dem am Ende souveränen 4:1 gegen den krisengeplagten VfB keinem Bayern-Akteur ein zufriedenes Grinsen abzugewinnen. Sie hatten eben nur ihre Pflicht erledigt. Und das, behaupteten sie selbst, nicht einmal überzeugend, Wake-up-Call und Wechsel von Niko Kovac fruchten in der ersten Halbzeit waren, wenn überhaupt, 10 bis 15 Minuten in Ordnung, mäkelte Trainer Niko Kovac, alles andere war total langsam, das müssen wir besser machen. Diese Meinung hatte er freilich nicht exklusiv. Auch die Spieler haderten mit ihrem Vortrag im Durchgang 1, in der sie die Stuttgarter nach einem fulminanten Start mit dem Führungsstar durch Thiago in der 5. Minute freundlich, eigentlich viel zu freundlich für einen selbsternannten Aufholjäger, in die Partie einluden. Nach dem Ausgleich durch Anastasios Donis, 26., einem Sonntagsschuss aus gut 25 Metern in den Knick, sind uns Szenarien aus der Hinrunde durch den Kopf gegangen, räumte der spätere Torschütze Leon Goretzka im Gespräch mit den Journalisten ein, da haben wir uns oft zu sehr in Sicherheit gewiegt und einen Gang heruntergeschaltet. Im Gegensatz zur Hinrunde blieb der Münchner Hang zur Passivität jedoch unbestraft. Das lag mal an dem wachsamen Manuel Neuer, mal am Aluminium, aber insbesondere an einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Oder mit den Worten von Thomas Müller an einem Wake-up-Call beim Pausentee. Die erste Halbzeit war einfach nicht gut, berichtete Joshua Kimmich. Das hat der Trainer angesprochen. Joshua Kimmich, ein Sinnbild für die zwei Bayern-Gesichter. Kovac sprach nicht nur, er reagierte auch personell. Sein Wagnis, mit der Hereinnahme von Serge Gnabry für Javi Martinez die eingeschlafene Offensive aufzurütteln, ging auf. Der Edeljoker erzwang mit seinem ersten Abschluss das Eigentor von Christian Gentner, 56. Goretzka per Kopf, 71. und Robert Lewandowski mit einer feinen Einzelaktion, 85. sorgten für klare Verhältnisse. Letzterem bot sich per Elfmeter sogar noch die Möglichkeit auf einen Doppelpack, sein Schuss klatschte aber gegen den Pfosten. Die zurückerlangte Dominanz spiegelte sich ebenfalls in der Defensive wider, gaben die Gäste nicht einmal halb so viele Torschüsse, 2, wie in den ersten 45 Minuten, 5 ab. Allen voran Kimmich stand an diesem Nachmittag sinnbildlich für die zwei Bayern-Gesichter. Nachdem der Rechtsverteidiger in der ersten Halbzeit noch mehrere Bälle ungewohnt fahrig vertändelt hatte, trug er in Durchgang 2 mit 2 Assists entscheidend zum Sieg gegen seinen langjährigen Jugendverein bei. Keine Trauerstimmung beim VfB, haben unheimliche Qualität, der rutschte, das war die einzige gute Nachricht für die Wanhänger, nach der erwartbaren Pleite in München zumindest nicht weiter in der Tabelle ab, da am Samstag weder Hannover noch Nürnberg gepunktet hatten. Wir hätten gut damit leben können, wenn es keine Halbzeitpause gegeben hätte und wir durchgespielt hätten, sagte Sportvorstand Michael Reschke über das mutige Auftreten der Seinen nach dem Ausgleich durch Donis. Die Enttäuschung hielt sich jedoch in Grenzen. Aus dem Flager waren Kampfansagen zu vernehmen.
Ich glaube fest an uns. Wir haben trotzdem eine unheimliche Qualität im Kader, meinte etwa Abwehrmann Makuliver Kempf. Nächstes Wochenende geht es mit dem SC Freiburg zur Abwechslung wieder gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe. Die Bayern müssen nach Leverkusen. Ein freilich anderes Kaliber als Stuttgart. Die Werkself kommt unter Neucoach Peter Bosz immer besser in Fahrt, schlug Wolfsburg am Samstag mit 3:0. Die sind ganz gut drauf, registrierte auch Kimmich, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken. Erst recht nicht, wenn sie nur das Gesicht der zweiten Halbzeit gegen den VfB zeigen. Mehr bei Spox. Gomez kann Süle nicht mehr davonlaufen, Goretzka trotz 4:1-Sieg nicht ganz zufrieden, BVB auf Rekordjagd, das ist nur Statistik.